Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft für Anfänger. Jo, also wir sehen, unser Weizen ist noch nicht reif. Wir gehen also heute erstmal auf Kohlesuche und ich möchte mich hier in diese Wand hineinarbeiten und dann etwas runterarbeiten. Und wir haben hier Holzkohle. Daraus machen wir uns jetzt erstmal ein paar Fackeln. Wir können 4 Einheiten A4 Fackeln machen. Gut, das reicht erstmal. Und dann leuchten wir hier erstmal am besten aus, ne, damit wir hier erstmal ein bisschen Licht haben. Ja, wunderbar. Hier noch eine. Super. Es werde Licht. Leute, wir haben Licht. Das ist wunderbar. Und dann schauen wir mal, ob sich hier vielleicht Kohle verbirgt. Und vielleicht auch der ein oder andere Schatz. Ich würde euch auch gerne zeigen, wo sich welche Erze befinden, in welcher Höhe und so weiter. Aber das ist zurzeit sehr schwierig, da ja jetzt zurzeit die 1.17 und dann ja bald die 1.18 kommt. Von daher wird das alles nochmal neu gemacht und deshalb ist es zurzeit schwierig, sich da irgendwie festzulegen. Wir müssen also etwas suchen. Ich baue mich so ein bisschen in einer Spirale runter. So, wir machen Licht. Hier ist Andesit. Das ist Bruchstein, klar. Okay, wir müssen was essen. Immer auf eure Nahrung achten, denn wenn wir sehen, ein Brot fehlt jetzt noch, aber die Gesundheit regeneriert sich wieder. Und das ist sehr wichtig. Wenn man das aus dem Auge verliert, hat man ruckzuck sein Zeug irgendwo verloren und respawnt dann Kilometer weit weg. Und das wäre schlecht. Dann weiß man manchmal nicht mehr, wo das genau war und findet seinen Stuff nicht mehr. Dann ärgert man sich. Das ist schade dann. Das wäre schade. So, jetzt sind wir auf Kupfer gestoßen. Kupfer ist ja auch ein neues Erz, was es noch nicht sehr lange in der Minecraft-Welt gibt. Ja, Kupfer findet man sehr schnell und viel. So, jetzt werde ich mal Strip minen. Ich werde mir jetzt einen Tunnel graben und in diesem Tunnel noch weitere Tunnel an den Seiten. Das zeige ich euch. So. Jetzt geht es erstmal straight geradeaus, solange wir unsere Spitzhacken reichen. Oh, ich höre da ein Geräusch.
Okay, hier haben wir Diorit. Ich mache euch mal Licht. So. Und dann werden wir uns, ich würde sagen, einmal hier lang graben. Ja, oder hier. So. Erstmal Eingang. Okay, da war gerade irgendwas. Ja. Okay, hier haben wir Granit. Ich nehme noch die Holzspitzhacke, die wird auch nicht mehr lange reichen. Und mache euch nochmal Licht. So. Wir sind auf Höhe 46. Gut, wir holen uns neue Werkzeuge. Okay, Leute, wir haben noch keine Kohle. So Leute, es geht weiter. Ich habe mir neue Werkzeuge gemacht. Drei Spitzhacken. Die reichen noch ein bisschen. Ich hoffe, wir stoßen noch auf was. So Leute, hier ist erstmal nichts, aber wir strip-minen jetzt hier weiter. Und zwar machen wir hier mal weiter bei dem Granit. Okay, hier haben wir dann gleich Diorit auch noch. Alles Gesteinsarten. Und Kupfer ist natürlich ein Erz, ne? Das Einzige, was wir bis jetzt gefunden haben. So, der Grund, warum ich die Tunnel hier grabe, sage ich auch euch auch gleich, also warum ich Strip meine. Leute, also wir haben hier einen Gang. Und wir sehen hier an der Seite und an der Seite, hier ist nichts. Ich sehe hier nur Diorit, klar. Aber wir suchen ja Erze im Vordergrund. Und ja, deswegen mache ich das sogenannte Strip-Minen. Ja, ich grabe mir einen Gang. Und dann können wir jetzt theoretisch, also wir sehen ja hier beide Seiten. So, und wenn wir jetzt 1, 2 und hier am dritten weitergraben würden, würden wir dann diese Reihe sehen und wir würden diese Reihe sehen. Ich glaube, ich werde aber nochmal zwei weitergehen, weil Erze, die generieren sich ja nicht einzeln, sondern die sind immer im Bulk zu finden.
Und deshalb gehe ich gleich eins weiter. Und die sind nicht hochkant verteilt, sondern die sind immer nebeneinander oder diagonal verteilt. Okay, hier hatten wir irgendwas. Ich glaube, wir haben Eisen gefunden. Jo, Leute, wir haben Eisen gefunden. Nice. Nice, nice, nice. So, und es lohnt sich, Leute. Ihr seht, wir sehen dann hier das Eisen. Und wir schauen mal, wie viel es davon gibt. Meistens sind es so 4 bis 6. Okay, hier waren es auch 4. Wir sehen dann, ja, also hier ist nichts mehr. Das war es mit dem Eisen. Wir holen uns das eine noch. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir auch mal in die nächste Reihe. Eins, zwei. Ah, wir gehen mal hier lang. Leute, ihr müsst das dann für euch entscheiden, wie ihr am besten klarkommt, ne? Ich nehme mir eine neue Spitzhacke. Nein, die Fackeln bleiben hier. Und die Spitzhacke kommt mit. So, dann mache ich euch nochmal Licht. Ich habe nur noch 5 Fackeln. Und wir haben noch keine Kohle gefunden. Dann strip minen wir hier erstmal weiter. Und wir stoßen wieder auf Granit. Okay, Leute, hier stoßen wir auf Erde und ich gehe erstmal wieder nach oben. Ich habe euch gezeigt in dieser Folge, was Strip Minern ist, ne? Und wir haben Eisen gefunden. Ich hätte mir noch mehr erhofft, aber wir suchen ein andermal weiter. Ihr wisst erstmal, was Strip Mining ist. Und dann nehme ich mir hier noch eine Tür, einfach der Schönheit halber auch, und setze die mal hier ein. So, dann haben wir quasi unsere eigene Mine und vier. Beenden diese Folge auch. Draußen ist es dunkel oder wird dunkel. Unser Weizen fängt auch an zu reifen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch den Kanal und die Videos teilen. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Das kostet nichts und ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochstelle. Jo Leute, also in diesem Sinne, schönen Tag noch und wir sehen uns. Ciao.